Hallo Freunde der Füße, heute geht es um den Charcot-Fuß, Charcot-Neuro-Osteoarthropathie oder auch diabetische neuropathische Osteoarthropathie. Ihr kriegt es nochmal raus. Hallo Freunde der Füße, heute geht es um den Charcot-Fuß, Charcot-Neuro-Osteoarthropathie oder auch, wenn es der Diabetes auslöst, diabetische neuropathische Osteoarthropathie. Warum heißt das Ganze Charcot-Fuß? Ein Arzt, der das als erstes natürlich niedergeschrieben hat, war Jean-Martin Charcot. Er war ein französischer Pathologe und Neurologe und hat das Phänomen des Charcot-Fußes mit dem Krankheitsbild der Syphilis als erstes aufgeschrieben. Zum Thema Charcot-Fuß habe ich heute auch noch eine Buchempfehlung für euch. Das diabetische Fußsyndrom von Hochlennert, Engels und Morbach. Hier sind viele Fakten drinnen über das diabetische Fußsyndrom und auch über den Charcot-Fuß, den wir heute haben. Also unser Charcot-Fuß ist ein Krankheitsbild, das am Ende einer Reihe von sehr vielen chronischen Veränderungen am Fuße steht. Die meisten Patienten, die Charcot-Füße bekommen, sind Diabetiker. Ungefähr 0,5% aller Diabetiker können einen Charcot-Fuß bekommen. Nicht nur Diabetes ist Auslöser des Charcot-Fußes. Es gibt auch noch zum Beispiel andere Erkrankungen, die eine Neuropathie auslösen. Patienten, die Neuropathien haben, sind eben vermehrt prädestiniert dafür, einen Charcot-Fuß zu bekommen. Auslöser können sein Diabetes, andere angeborene Neuropathien, alkoholische Polyneuropathie, also Alkoholabusus, Syphilis, Lepra, Sphingomyelie, Meningoenzephalitis, neurovaskuläre Erkrankungen, neurotraumatische Erkrankungen. Also von der Neuropathie gibt es ja sehr, sehr viele Auslöser. Und je nach Schweregrad kann es eben der Charcot-Fuß entstehen, obwohl es immer noch nicht geklärt ist, wie der Pathomechanismus ist vom Charcot-Fuß. Es gibt ja 4 Theorien, die diskutiert werden, wie der Fuß entsteht. Eine Theorie ist die neuropathisch bedingte Knochenstoffwechselerkrankung oder Stoffwechselstörung. Das heißt, es wird die Osteoklastentätigkeit erhöht und somit erweichen die Knochen und durch dieses Erweichen entsteht eine Entzündung und mit dieser Entzündung geht dann dieses Auswaschen der Knochen einher. Die zweite Theorie ist eine Fehlregulierung des kapillären Blutgefäßsystems, das durch die Neuropathie verursacht ist. Das heißt, die Blutgefäße werden weitgestellt, es werden zu viele Osteoklasten eben an den Knochen gebracht und das Ganze nimmt dann wieder einen Entzündungslauf. Die dritte Theorie ist eine durch Trauma ausgelöste, unkontrollierte Entzündung. Wenn jetzt der Knochen schon durch die vielen Schädigungen und chronischen Veränderungen geschädigt ist, können Mikrotraumen entstehen. Und wenn der Fuß weiter belastet wird und der Fuß nicht ruhig gestellt ist, entzünden sich natürlich diese Mikrotraumen. Also kommt es zu einer Entzündungsreaktion und wenn dies dann ausufert, dann entsteht ein Charcot-Fuß. So die dritte Theorie. Die vierte Theorie ist ein operatives Trauma als Auslöser. Das heißt, man wurde am Fuß operiert und hinterher bekommt man einen Charcot-Fuß. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Theorie stimme ich eigentlich am wenigsten zu, denn ich habe bis jetzt in meinen mittlerweile 11 Jahren Berufserfahrung 5 Charcot-Füße gesehen, die ich auch in meiner Praxis behandelt habe. Einen habe ich mittlerweile jetzt 10 Jahre begleitet und keiner von denen wurde operiert. Also Theorie 1 bis 3 sind noch immer am schlüssigsten. Gut, was passiert eigentlich beim Charcot-Fuß? Der Charcot-Fuß, wie wir ja in den Theorien schon gehört haben, bekommt durch diese Entzündungsreaktion oder durch
ja, diesen Stoffwechselstörung im Knochen vermehrte Osteoklastentätigkeit. Die Osteoklasten sind knochenabbauende Zellen. Wir haben die Osteoklasten und die Osteoplasten. Und die Osteoklasten klauen die Zellen oder die Struktur, die vom Knochen oder vom Osteoplasten aufgebaut wurde. Die Osteoklasten kommen nicht mehr hinterher, den Knochen wieder aufzubauen, somit demineralisiert der Knochen. Und wenn der Knochen demineralisiert, also sich quasi auflöst, verliert er auch an Struktur und auch an Stabilität. Die Menschen, die dann einen Charcot-Fuß bekommen, merken das ja nicht, weil sie eine Polyneuropathie haben, also die verminderte Nerventätigkeit oder Nervenempfindung. Jeder von uns würde höchstwahrscheinlich schreien, wenn er einen entzündeten Fuß hat mit Brüchen drinnen. Ein Neuropathiker macht das ja nicht. Meistens ist bei den Patienten nur ein Fuß betroffen, sei es jetzt rechts oder links. Es ist ganz, ganz selten, dass es beide Füße betrifft. Jetzt kommen wir mal zu den Symptomen. Wie sieht denn so ein Charcot-Fuß überhaupt aus? Der ist dick, geschwollen, hat eine Rötung, eine Überwärmung, Schmerzen nicht wirklich, weil wir ja die Neuropathie haben. Neu aufgetretene Fußdeformationen, das heißt, wenn der Zeh auf einmal abweicht in eine Richtung, wo er gar nicht hingehört, oder wenn der Patient jetzt einmal, ja, auf einmal sehr schlecht laufen kann. Die Hauttemperaturdifferenz von einem Fuß zum anderen ist auch noch zu erwähnen. Da kommen wir dann später zur Diagnose dazu. Bei mir ist zum Beispiel ein Patient mal gekommen, hat zu mir gesagt, naja, ich bin vor ein paar Tagen bin ich gegen die Treppe gestoßen mit meinem Fuß. Sagt, ja gut, ist jetzt nicht schlimm. Ja, aber seither kann ich nicht mehr ordentlich laufen. Hab Diabetes, Polyneuropathie, ich war auch etwas korpulent. Und wenn Patienten etwas korpulenter sind, ist es etwas schwierig, in dir einen Charcot-Fuß zu sehen, weil schon an und für sich genug Masse da ist. Vorsichtshalber habe ich den Patienten hier in die Fußambulanz in der Klinik in der Nähe geschickt. Ja, und beim nächsten Termin ist er dann mit einer Orthese dahergekommen. Zu den Orthesen kommen wir dann später nochmal bei den Behandlungen. Gut, das nächste, wie viele Diabetiker bekommen denn überhaupt diesen Charcot-Fuß? Es sind ungefähr 0,5% aller Diabetiker, auch aller Typen. Das heißt, es ist egal, welchen Typ Diabetes man hat, man kann einen Charcot-Fuß ausbilden. Von diesen 0,5% sind ungefähr 60% an Fußwurzelknochen und Mittelfußknochen. Das ist die häufigste Demineralisierung der Knochen. Es gibt dann noch die 20% an den Mittelfußgelenken. Und Sprunggelenk sind nur 10%, was sie dort ausbilden. Weitere Risikofaktoren für einen Charcot-Fuß sind natürlich auch Übergewicht, Osteoporose und das tägliche Benutzen der Extremität. Denn wenn man jetzt zum Beispiel einen Charcot-Fuß hat, ihn nicht bemerkt und ihn andauernd belastet und läuft und immer wieder läuft, dann werden immer mehr Mikrotraumen in den Knochen, im Fuß manifest. Und die befeuern natürlich die Entzündung, die danach entsteht. Wenn man jetzt so einen Patienten mit Charcot-Fuß hat, also wir Podologen schicken ihn ja in die Klinik zur Abklärung, da wird ein CT, ein Röntgen, ein MRT gemacht, also oder erhöhte Hauttemperatur gemessen, das heißt der Unterschied vom einen Fuß zum anderen. Natürlich die Trauma-Anamnese muss gemacht werden und es wird auch palpiert, je nachdem, wie viel Schwellung ist drinnen, ist Schwellung drinnen. Es gibt eine röntgenologische Einteilung des Charcot-Fußes nach Chiuro. Er hat diesen Charcot-Fuß in 5 verschiedene Grade eingeteilt. Wer schon mal ein Röntgen gesehen hat, weiß, dass der Charcot-Fuß etwas komisch aussieht im Röntgen. Und dann gibt es für uns eigentlich die wichtigeren Stadien, das sind die Stadien Sanders, nachdem der diabetische neuropathische Osteoarthropathie eingeteilt wird. Und zwar gibt es 3 verschiedene Stadien. Stadium 1 ist das Knochenmarksödem. Stadium 2 ist die Entmineralisierung, also die Osteolyse, die Auflösung des Knochens. Hier gibt es 2 Unterstadien, eins mit Fragmentierung und eins ohne Fragmentierung. Stadium 3 ist dann schon, wenn der Charcot-Fuß beginnt abzuheilen, also die Remineralisierung.
Stadium 3a ist ein intaktes Skelett, das heißt, das Ganze heilt ab, ohne eine weitere Fehlstellung zu verursachen. Stadium 3b ist eine Fehlstellung, habe ich hier ein schönes Bild für euch, wie eine Fehlstellung aussehen kann. Und Stadium 3c ist eine Luxation, eine Subluxation, Ulkus oder Fistelbildung. Da kommen wir jetzt da nachher noch dazu, wie der Charcot-Fuß später noch aussehen kann. Die klinische Untersuchung habe ich ja schon erwähnt, das heißt Schwellung, negative Trauma-Anamnese, Hauttemperatur, Röntgen, CT, MRT. Wir kommen jetzt mal zur Behandlung. Wie wird denn ein Charcot-Fuß behandelt? Ruhigstellen. Oberstes Gebot beim Charcot-Fuß ist ruhigstellen. Denn umso mehr Bewegung der Fuß hat, umso mehr Bewegung der Patient macht, umso schlechter ist es für den Fuß. Denn durch das immer wieder drauftreten, immer wieder belasten, werden eben diese Mikrotraumen im Fuß begünstigt und das Ganze entzündet sich noch mehr. Die Patienten bekommen entweder eine Gipsschalenorthese oder eine sogenannte Castorthese. Das sieht aus wie so ein Skistiefel, der was bis unters Knie geht. In diesen Stiefeln und Orthosen wird die Druckverteilung so gemacht, dass sie teilweise am Unterschenkel ist, die Druckverteilung, und nur ganz gering auf der Fußsohle und dann wirklich flächig. Das heißt, der Fuß wird im Sprunggelenk eingeengt, damit dass man nicht abknicken kann und nicht normal laufen kann. Am Anfang des Charcot-Fußes ist es wichtig, dass der Patient wenig läuft. Das heißt, der Charcot-Fuß muss geschont werden. Später dann, wenn das Stadium 3 beginnt, die Remineralisierungsphase, in dieser Phase sollte der Patient wieder vermehrt Bewegung machen. Denn ihr wisst alle, es passiert kein Knochenaufbau oder Umbau ohne muskulären Zug. Das heißt, die Muskeln müssen den Knochen also die Muskeln sind ja in den Knochen verankert und durch den Muskelzug werden die Knochen angeregt, sich Osteoklasten und Osteoplasten tätig zu dass die was tun halt. Und wenn der Patient jetzt im Stadium 3 beginnt, wird er langsam zu laufen, muss er natürlich mit dieser Castorthese dann laufen. Die Patienten müssen diese Orthose immer tragen. Es sei denn, sie liegen im Bett. Sie müssen die tragen, wenn sie nur 3 Schritte aufs Klo haben. Sie müssen die tragen, wenn sie einen ganzen Wanderurlaub machen. Sie müssen sie immer tragen. Denn Druckentlastung ist das Wichtigste bei der Therapie. Wie lange dauert ungefähr dieses Ausbrennen des Charcot-Fuß? Das kann dauern bis zu 2 Jahre. Der Patient, den ich gerade gesehen habe mit der hübschen Deformität, hat wirklich 2 Jahre gebraucht, bis der Fuß ausgebrannt war. Hat unter anderem auch damit zu tun gehabt, dass er sich am Anfang nicht an die Verordnung gehalten hat, diesen Schuh immer zu tragen. Sieht halt nicht so prickelnd aus, wenn man da so einen Skischuh. Am Fuß hat. Natürlich die Folgen, wenn man jetzt die Orthose nicht ordentlich trägt, sind eben die Fußfehlstellungen, die durch diese Mikrotraumen und durch die Osteolyse passieren. Hinterher, wenn der Fuß ausgebrannt ist, kann man mal nachdenken über eine orthopädische Schuhversorgung. Die kann so aussehen. Am besten ist, wenn sie so aussieht, wenn sie hoch ist, damit dass der Druck dennoch oben im Schaft etwas abgefangen wird. So, jetzt kommen wir zu den Komplikationen beim Charcot-Fuß. Wenn der Charcot-Fuß, ich muss mir mein Skelett holen. Einen Moment. Unser schöner Skelettfuß. Also, Charcot-Fuß haben wir ja die Auflösung der Mittelfußknochen und teilweise auch der Fußwurzelknochen. Jetzt haben wir hier ja das komplette Gewicht vom Patienten drauf. Das Problem ist, wenn der Fuß hier vorn demineralisiert ist, kann es passieren, dass er diesen hier macht. Und zwar entsteht danach so ein sogenannter Schaukelfuß. Entweder bricht er hier ab, das heißt komplett, das hier sackt durch und geht dann so runter.
ist natürlich auch nur zu prickeln, oder er bricht so durch und diese Knochenvorsprünge, was dann da unten rauskommen, diese machen dann diese Wunden unten mitten am Fuß. Die heilen auch sehr schlecht, weil der Patient da bei jedem Schritt, den er macht, wirklich dort drauf platscht. Wie kann man jetzt das Ganze sanieren? Natürlich nur mehr operativ. Das heißt, wenn jetzt jemand so einen Schaukelfuß hat, das heißt, wenn der Fuß so aussieht, ihr müsst euch das ein bisschen geschwollen auch vorstellen, die kriegen da richtig so Beule, haben die da drunter. Und wenn jetzt da hier die offene Wunde ist, dann muss man wirklich, also muss der orthopädische Schuhtechniker massivst aufpassen, dass er das Ganze entlastet kriegt. Ist aber sehr schwierig, weil immer Druck drauf kommt. Also wenn beim Schaukelfuß das dann so durchgedrückt ist, sind meistens die Knochenvorsprünge vom Würfelbein, Kahnbein und Keilbein, was unten rausgucken und eben diese Wunden verursachen können. Und die werden dann chirurgisch abgetragen. Die Wunde wird dann auch saniert, damit das das Ganze ordentlich abheilen kann. Wenn der Patient einen abgeheilten Charcot-Fuß hat, kann er ganz normal sein Leben weiter bestreiten. Ja, er hat dann orthopädische Schuhe und muss diese auch wirklich immer tragen. Gibt es eine Rezidivrate beim Charcot-Fuß? Habe ich jetzt nichts dazu gefunden, ob es ein Rezidiv gibt. Wer einen Charcot-Fuß hat, hat den eigentlich. Ob ein Stadium 3 Charcot-Fuß wieder ins Stadium 1 gehen kann, wie gesagt, habe ich jetzt nichts gefunden. Solltet ihr irgendwas finden, schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Wenn die Patienten jetzt bei uns bei der Behandlung sind, auf was müssen wir da groß achten? Wie immer eigentlich, verletzungsfrei arbeiten, die Patienten darüber aufklären, was sie zu tun und zu lassen haben, sei es jetzt mit der Orthose oder mit den orthopädischen Schuhen, das heißt, dass sie sie immer tragen. Sollten irgendwelche neuen Druckstellen kommen, dann müsst ihr das umgehend dem Patienten sagen und auch ihn weiterverweisen in die Klinik oder an den orthopädischen Schuhtechniker, der was die Schuhversorgung gemacht hat. Sollten jetzt da irgendwelche Wunden auftauchen, plötzlich, sofort den Patienten in die Fußambulanz und der muss dann nachher sowieso zum orthopädischen Schuhtechniker, damit dass der den Schuh anpasst, damit dass die Druckverteilung wieder besser wird. Hier würde ich euch empfehlen, dass ihr den Patienten, also den Fuß des Patienten bei jedem Termin fotografiert und dann auch vom Vortermin nachguckt, wie hat der Fuß vor 6 Wochen ausgeschaut. Zum Beispiel bei Patienten, die Charcot-Fuß haben. Hier haben wir ja unseren schönen Patienten, der hat hier im Großzehengrundgelenk ja diese Luxation bekommen, dass der Großzeh noch lateral abgewichen ist, also nach außen hin. Und hier an diesem freistehenden Gelenk hat sich eine Wunde gebildet. Der Patient hat gesagt, er hat schon beim orthopädischen Schuhtechniker schon genug an Freiraum in diesem Schuh, aber dennoch hat immer irgendetwas gerieben. Somit haben wir einen runden Druckschutz drauf, damit das eben diese Stelle entlastet wird. Das haben wir mindestens fast 2 Jahre gemacht. Mittlerweile ist die Stelle zu und auch wir haben immer noch ein trockenes Pflaster drüber gemacht, rein zum Schutz vor der Reibung. Mittlerweile brauchen wir auch das nicht mehr. Also die Stelle hat sich auch sehr gut erholt bei diesem Patienten. Gut, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben zum Charcot-Fuß, unten in die Kommentare rein damit. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke klicken, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss.